versuchen dann auf den Hausberg hinaufzuklettern und können von dort oben dann diesen wunderschönen Panoramablick haben über die Stadt, aber auch über das Schiff und den Liegeplatz von unserer Aida Perla. Lektor Heiko Schlieg. Guten Abend, hallo, meine Gäste. Gestern, das war ein unglaublicher Tag. Jedes Mal, wenn der Kapitän Bing, Bong machte, oh Gott, wir fahren doch nicht rein. Oh Gott, wir aber wir haben es tatsächlich geschafft. Und, ja, oder? Wir wissen, dass der Kapitän jetzt aufhört. Andere Kapitäne wären vorbeigefahren. Ja. Und, aber wir sind da reingefahren. Und so lange war ein Aida-Schiff im Prinz Christiansund nie. Ja, wir sind reingefahren. Also 6,5 Stunden ist normalerweise 5,5 Stunden. Richtig. Und dann vor allem, was so schön war, man hat es dann mit der untergehenden Sonne gesehen, im ganz anderen Licht. So kannte ich den Prinz Christiansund auch nicht. Also es war einmalig gestern. Ja. Und dann anschließend im Dunkeln. Das war. Da habt ihr vieles gesehen. Ja, aber das war wirklich ein Erlebnis. Muss ich sagen, also so hatte ich ihn auch noch nie gesehen. Und ja, wir haben den ganzen Tag gebannt, gezittert, wie du sagst, Ding Dong. So. Und wir haben eigentlich fast alle, glaube ich, mit der Absage gerechnet. Wo der Kapitän gesagt hat, es wird sonst langsam zu spät. Aber er hat es tatsächlich dann noch möglich gemacht. Also wirklich. Warum musst du dich entscheiden, Lektor zu werden? Ja, zu einem Mal ohne Seefahrt geht's nicht. Das ist aber tatsächlich so, ich habe 15 Jahre als Hoteldirektor gearbeitet, habe in diesem Jahr schon einen runden Geburtstag gehabt und es war nicht der 40. Das glaube ich am Anfang schon mal erwähnt. Aber und, der 70. Und ich wollte einfach mal was anderes machen. Ohne Seefahrt ist es schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, durch das, dass ich selber viel reise, ich gern fotografiere, gerne unterwegs bin und einen riesen Stock an Fotos habe und vielleicht auch an Erfahrung, kam es eine zum anderen. Dann kam irgendwann mal vom Jahr oder eineinhalb, ist ein Lektor ausgefallen an Bord und dann hat die Zentrale in Hamburg angerufen, ob ich nicht einspringen könnte und ein paar Vorträge machen. Und so kam es eine dann zum anderen, bevor ich dann gesagt habe, so Nägel mit Köpfen, habe dann tatsächlich als Hoteldirektor gekündigt und arbeite jetzt als Lektor freiberuflich. Ja. Und du bleibst uns treu, hoffe ich. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Also, das, weil es ist einfach ein toller Job. Mir macht es, wie gesagt, riesen Spaß, das Reisen, den Gästen Tipps zu geben, Informationen über die Region und über die Städte, über die Destinationen und auch dieses Feedback, das von Gästen immer wieder kommt. Da kann man immer nur besser werden und noch mehr dazulernen in diesem Job. Und ich kann natürlich noch reisen und fotografieren und andere Kulturen kennenlernen. Ja. Und wir haben jetzt ganz große Gelegenheit, jetzt für die zweite Show von unserem großartigen Gentleman-Kabarettist, wie er sich nennt, meine Damen und Herren, Riesenapplaus für Carsten Höfer! Ehre, Superhelden für den Hausgebrauch. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diesen sehr, sehr freundlichen Begrüßungsapplaus und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen heute Abend hier vorne im Theater. Schön, dass ihr da seid. Fragen, kurz Handzeichen, wer war bei meiner ersten Show hier an Bord? Einfach mal Hände hoch. Oh, guck mal hier, ich habe Fans an Bord. Ist das schön? Hallo Fans! Jetzt könnt ihr zurückrufen, hallo Carsten! Hallo Carsten! Ach, wie
süß. Sehr schön. Wunderbar. Viel Regen läuft und alle sind auch so optimistisch. Ne? Sind so optimistisch. Gestern war auch sehr optimistisch, dass wir noch in den Sund reinfahren durften. Und das hat ja auch geklappt. Alle sind so optimistisch. Das geht runter bis zu den Aufzügen. Sogar die Aufzüge hier an Bord sind optimistisch. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Sehr optimistische Aufzüge gibt es hier. Also ich muss sagen, hier die Aufzüge, ne, wenn man da so hochfährt, diese vier Stück. Ne, ich bin da neulich von Deck 3, als wir in Land waren, hochgefahren. Und wir waren zu sechst in diesem Aufzug. Sechs Personen waren in diesem Aufzug. Drei auf der Seite, drei auf der Seite. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon mal zu sechst in einem dieser Aufzüge gestanden. Und da standen wir da so drin, zu sechst in diesem Aufzug. Und ich las so, zugelassen bis 10 Personen. Und ich dachte, okay, wenn jetzt noch vier ein, also das ist optimistisch. Optimistische Aufzüge, sogar hier an Bord. Ne? Wir haben eine Woche rum und ist euch das auch schon aufgefallen, dass man so nach einer Woche ist ein ziemlich kleines Schiff, so das kleinste Schiff aktuell noch der Flotte. Und man lernt natürlich so Leute kennen. Ne? Man sitzt gemeinsam beim Essen und unterhält sich ein bisschen, wo kommen Sie her, wo kommst du her und so weiter. Und man lernt sich kennen und ist euch auch aufgefallen nach einer Woche, es gibt so Leute, die siehst du ständig. Ja, auch aufgefallen, die siehst du ständig. Die laufen dir am Tag 4, 5, 6 Mal über den Weg und das ist auch schön und ist auch nett. Und man grüßt sich immer mit einem Lächeln, hallo, hallöchen. Ne? Und dann gibt es Leute, die hast du noch nie gesehen. Es ist, oder? Komisch. Leute, die siehst du ständig und dann, also heute, ne, da war noch so ein Herr, wo ich dachte, sag mal, ist der gestern in den Sund aufgestiegen oder... Wo kommt der auf einmal her? Weil der eine Woche auf der Kabine war und es hat sich dann erst raus und man weiß es. Das ist komisch, faszinierend. Aber ist nett und ich hoffe, im Laufe der nächsten 2 Wochen lernen wir uns alle noch irgendwie ein bisschen besser kennen.